Wie heißt so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. In diesem Sinne habe ich mich heute wieder warm angezogen. Wir haben, glaube ich, irgendwas um die 2, 3 Grad. Es wird halt definitiv ein bisschen frischer werden, aber es hilft nicht. Ich muss halt weiter da und muss schauen, dass ich diesem Chaos da langsam ein Ende bereite. Mein Papa kommt nämlich morgen wieder heim und da sieht die Garage wieder halbwegs noch was ausschauen. Deswegen muss ich halt einen Zahn zulegen und langsam Richtung Endspurt kommen. Aber ich freue mich schon voll drauf und es hat sich ja schon einiges getan und das zeige ich euch gleich einmal. Ich habe nämlich mittlerweile die einzelnen Teile auch gestrichen, beziehungsweise ich habe mich doch dazu entschieden zu streichen und es nicht hell zu lassen. Und ich finde es richtig, richtig cool. Ich finde, die Farbe macht nochmal so einen richtigen Unterschied und ja, es schaut jetzt auf der Kamera, hat so ein bisschen eine komische Farbe, aber dann im Tageslicht werde ich es eigentlich noch einmal zeigen. Es schaut richtig, richtig schön aus. Ja, jetzt werde ich das Ganze mal wieder einbauen. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show up somewhere in the great unknown.
when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling that the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. So, ich würde sagen, es reicht für heute. Ich habe jetzt da hinten noch die ganzen Sachen angemalt und angestrichen und ja, habe jetzt einfach gemerkt, dass ich wenig Lust habe, da noch mitzufilmen, weil es einfach doch doppelt so lang dauert, wenn man immer die Kamera justieren muss. Aber ich habe mir gedacht, damit es einen Überraschungseffekt gibt, werde ich dann beim nächsten Mal eine kleine Roomtour machen, wenn der Camper fertig ist. So viel dazu. Und ihr werdet es vielleicht eh schon mitgekriegt haben, dass sich auf diesem Kanal ein bisschen was verändert. Unter anderem die Uploadzeit. Es ist jetzt immer jeden Sonntag um 9 Uhr gibt es ein neues Video. Und ich möchte einfach vom Inhalt her wieder ein bisschen mehr Mehrwert bieten. Und ja, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Es kommen vielleicht ein paar neue Sachen in nächster Zeit. Und ich möchte da wieder ein bisschen zurückgehen zu Sachen, die ich früher gemacht habe, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, beziehungsweise weil ich die Sachen nach wie vor gerne anschaue und ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne ist das jetzt einmal das letzte Video aus dieser Handwerkerreihe und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid und nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, super, super gerne Kanal abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo und jedes Like. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video anschaut.